sind wieder auf der Straße. Glück gehabt. Die anderen können nicht mehr weit sein. Na, hoffentlich. Bisher hatten wir heute nämlich nur Pech. So, finde die anderen. Bleibt nah bei Daniel. Ja, wie er jetzt schon... Die Frau, die aussieht wie ich. Warum wurde sie so behandelt? Wirkt wie ein schlechtes Omen. Aber ich passe auf dich auf. Versprochen. Ich muss mich erstmal entschuldigen dafür, dass meine Stimme so total im Eimer ist. Nichts aber. Diese Nacht ist ein einziger Albtraum. Seit dem Unfall. Danke, dass du da bist. Ohne dich wäre diese grässliche Nacht viel schlimmer. Wir sind füreinander da. Aber es ist ein neuer Tag und ich bin erkältet. So. Das war das Einzige, was ich sagen wollte. Danke, dass ihr dauernd dazwischen redet. So, kommst du mal mit? Ich will da mal gucken. Was ist denn das? Hallo? Public Notice. Öffentliche Bekanntmachung. Zwangsvollstreckung, Bankbesitz, Zutritt verboten. Warum sollte auch jemand her... Ja toll, und jetzt hört ihr auf zu reden. Einmal sollt ihr mal weiterreden und dann hört ihr auf, Idioten. Viewpoint ahead, okay. Bist du noch da, Junge? Hallo? Hä? Wo kommt das her? Das werden wir wohl gleich rausfinden. Weiß nicht. Die Schaukel sieht aus wie die, die ich damals als Kind hatte. Oh nein! Komm mal hierher! Was ist? Das kann nicht sein. Ich kenne dieses Muster. Das ist meine alte Schaukel. Hier, siehst du? Hey, hey, alles gut, alles gut. Nichts ist gut, sieh doch mal! Diese Sterne da? Die hab ich hier drauf gemalt, mit meinem Dad, als ich 10 Jahre alt war. Sicher? Und ob ich sicher bin, das ist meine Schaukel. Was macht die hier? Ich glaub dir ja. Aber was heißt das? Hallo? Achso, mit dem anderen. Das heißt, diese Scheißstadt will mir irgendwas sagen. Hey, hey, schau mich an, schau mich an. Wir stehen das durch, okay? Zusammen. Oder auch nicht. This is not my doing. You must help me. I beg you. Please help me before it is too late. Hush now, woman. Only the Almighty can forgive your sin. That is your only hope of salvation. Listen to me. I have committed no sin. The puppet I am condemned for is a child's plaything. Nothing more. I swear it. I will not be deceived. I see the evil in you. My duty is to cleanse our town of your sickness. There is no other way. You must hang. Okay, warum reden jetzt alle Englisch? Take the soul of this, our sister Tabitha, who has been led astray by the devil, and do with it as you will. Diese Frau von eben, das war ich. Das heißt, ich bin dein Esther. Ich pass auf dich auf. Versprochen. Danke. Schön, dass du hier bist. Gehen wir weiter zur Kirche und suchen die anderen. Ja, hast wohl recht. Ja,
Kann mir jetzt mal einer erklären, warum die jetzt auf einmal auf Englisch gesprochen haben? Idioten. Ich schätze, da ist wohl irgendwas noch nicht so ganz, vollständig bei diesem Spiel. Obwohl wir ja kein Early Access mehr haben. Es ist ja schon komplett draußen. Hallo Kätzchen. Oh. Ich fühle mich verfolgt. Wir werden verfolgt. Hey, verpiss dich gefälligst. Ah, verdammt nochmal. Ach du Scheiße, was ist das? Los, schnell! Das? Ist das Taylor? Taylor! Taylor, bist du das? Schnell zur Kirche! Lauf! Hey! Eins dieser Biester sind uns her! Los, weiter, schnell! Komm schon, schneller! Hey! Lauf! Los, hier rein! Los hier rein! Wo ist Angela? Sie hat es nicht geschafft. Wir konnten nichts tun. Machst du Witze? Nein, und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es uns auch. Fuck. Versperrt alle Eingänge, die ihr finden könnt. Mist! Wir brauchen eine Barrikade! Komm schon! Wie, sie hat es nicht geschafft. Man konnte nicht sehen, dass hier was passiert ist. Hey! Warum ist dieser alte Kerl immer noch da draußen? Der Alte ist nicht mehr ganz dicht. Das kann er draußen gern sein. Ich weiß, dass du da bist. Was in Gottes Namen hat er vor? Sein Gebrüll wird das Biest zu uns locken. Er kapiert nicht, in welcher Gefahr wir sind. Was zur Hölle ist da drin los? Du musst von hier verschwinden. Geh, bevor es zu spät ist. Hau ab, verdammt! Woher will ich dir ins Gesicht sehen? Jetzt lass mich rein! Tut mir leid, aber ich kann die Tür nicht aufmachen. Ihr könnt nicht alles aussperren. Das könnt ihr mir glauben. Ich mein's ernst, du solltest gehen. Rette wenigstens dich selbst.
Verdammt, da ist es! Lauf, du alter Dummkopf! Das Biest ist da draußen! Du musst weg hier! Und zwar schnell! Verdammt, aufwachen! Begreif doch, was hier passiert! Okay. Dieses Biest da draußen, es spielt mit uns. Was sind die Dinger? Und warum zur Hölle jagen sie uns? Wenn ich das wüsste, dann könnten wir sie vielleicht stoppen. Professor? Andrew! Scheiße. Das war's. Der Pastor, Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Klang gar nicht gut. Noch ein Prozess? Diesmal nicht. Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Ja. Die war auch da. Sind wir ihr sicher? Gibt es andere Eingänge? Hab nicht nachgesehen, tut mir leid. Dieses Ding ist noch da. Da drüben! Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Und falls ja, was dann? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmerem bewahren. Okay. Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt. Kleine? Bist du da? Diese Worte schmerzen mich, doch deine Bestrafung wird erfolgen für unser Heil und Schutz. Verschont ihn, ich bitte euch. So schwer es ist, Kind, eines Tages wirst du es verstehen und mir danken. Geh fort von hier, Mary. Dein Flehen ist vergebens. Du sollst nicht Zeugin meiner Qualen werden. Wer soll mein Hüter sein, wenn du fort bist? Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird dein Hüter sein. Eine Entscheidung, die nicht jeder hier gutheißt. Der jüngste Tag wird kommen über alle. Sprich dein Gebet. Nein! Nein! Sieh, Kind! Sieh, wen ich verschonen sollte! Sieh, er ist nicht mehr von dieser Welt! Verlorene Seele, der Teufel verleiht dir diese Kraft! Genau hier, ich hab ihn gehalten.
Ich war dabei. Konnte nichts tun. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Mich hat es auch fertig gemacht. Hexenprozesse? Was stimmt nicht mit denen? Sie hätten ihn nicht töten müssen. Tut mir leid, das ist so kaputt. Das Muster ist klar. Angela wird nach der Hinrichtung ihres Pendants getötet. Und jetzt hätte es Taylor gerade fast erwischt. Zuerst stirbt dein Pendant. Und dann du. Wie ungemein tröstlich. Vielen Dank auch. Ist es nicht besser zu wissen, was passiert? Da ist es! Das hat uns verfolgt! Los! Es ist da draußen. Was machen wir denn jetzt? Leise. Da draußen. Hört. Es ist draußen. Noch. Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche, das mögen Monster nicht. Ach so? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Er hat recht. Drin sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Ich schätze, hier zu bleiben macht schon Sinn, oder? Denkst du, das ist am besten? Wir haben keine andere Wahl. Wir bleiben. Okay. Vielleicht stimmt's. Vielleicht haut es irgendwann ab. Es gibt keinen anderen Weg. Tja, finde einen Weg hinaus. Ich dachte, wir sollen hier drin bleiben. Okay. Schauen wir doch mal, was haben wir hier? Das sind mehrere. Na, ganz toll. Pastoren von Little Hope. Alles unleserlich. Edmund Sterry, Solomon Temple, William Fox. Ich glaube, muss uns allen nichts sagen. Haben wir denn hier irgendwas? RT? Ah, hier. Okay. Lazarus Burgess. Das ist wahrscheinlich der, um den es geht, nehme ich mal an. Auch wenn ich da jetzt nichts zuordnen kann. Wobei, Simon Carver hat der jetzt... Ist durchgestrichen. Aha. Steht rechts gar nicht drin. Was haben wir hier? Niemals. Das muss dieser Prediger sein, der hier überall auftaucht. Pfarrei Rundschreiben, Oktober 1971. Diözese Pleasant River. In letzter Zeit haben Eltern ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass ihre Kinder im Teenageralter durch Musiktexte unschuldig wirkende Kia-Bretter oder Filme, die den Satanismus verherrlichen, vom Okkulten verführt werden. Diddle Hope leidet nicht zum ersten Mal unter okkultischen Praktiken. Vor kurzem wurden Manuskripte aus dem 17. Jahrhundert entdeckt, die sorgfältig unter dem Pflaster im Pfarrhaus in der Kirche versteckt waren. Sie waren voller verstörender Kritzeleien, die sich als magische Worte und Zaubersprüche entpuppten. Vermutlich hat sich der damalige Pastor der Stadt mit Magie und Dämonologie beschäftigt. Das war eine schwere Zeit für die Siedler. Die Zeiten haben sich geändert. Aber Satan ist weiterhin am Werk. Der Klerus ist heute wachsam gegenüber dem Okkultismus und Ignoranz und Fehler sind unwahrscheinlich. Aber Eltern sollten sich der Faszination bewusst sein, die diese Dinge auf ihre Kinder, vor allem auf rebellische Jugendliche, ausüben. Es besteht die Gefahr, dass sie in schlechte Gewohnheiten wie das Rauchen von Marihuana verfallen.
Nein, nee, ist klar. Und sich von da aus dem Okkulten zu und von Gott abwenden. Eltern sollten wachsam sein und dort, wo sie die Zeichen sehen, bei der Kirche und Gott Hilfe suchen. Oh mein Gott, ehrlich. Okay. Was ist mit dem Fenster? Können wir da raus? Sag was, Junge. Ah, anscheinend nicht. Genau, geh du mal vor. hallo? Scheiße! Scheiß drauf, ich bin weg! Raus, schnell! Lauf! Versteck dich! Schnell! Nicht verstecken, laufen! Schon! Sag doch was! Wir müssen jetzt was tun! Warte doch mal! Wir müssen ruhig bleiben! Nein, wir müssen Taylor retten! Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich gehe immer nach rechts. Bist du das? Also ich bin wahrscheinlich jetzt tot. Ich bin hier drüben. Taylor! Oh Gott. Es ist so schön, euch zu sehen. Hatte schon Schiss. Wir sind noch nicht außer Gefahr. Kurze Pause. Nicht stehen bleiben. Weiter geht's. Nein. Er braucht eine Pause. Vergiss es. Diese Biester jagen uns, nicht euch. Wir müssen hier weg. Keiner von uns ist sicher. Nicht heute. Okay. Wie geht's weiter? Weiß nicht genau. Lasst uns hier eine Weile ausruhen. Du schläfst? Respekt. Schön wär's. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig.
Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Also, wir wissen jetzt, dass keine Hilfe kommt. Wir sind allein. Sieht ganz so aus. Der beste, vielleicht einzige Weg ist, dass wir Mary stoppen. Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten, klar. Aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Fühlt sich alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas tun können. Mary ist der Schlüssel zu allem. Den Verhandlungen, den Hinrichtungen. Klar, aber wie sollen wir sie stoppen? Vielleicht ist sie ja nicht mal echt. Jetzt ist es zu spät. Aus. Ende. Mary sieht wie ein Kind aus, aber sie ist das Böse in Person. Wir müssen sie stoppen. So einfach ist das nicht. Wie gesagt, sie ist nur ein Kind, das ist... Hör mir zu. Wenn wir sie sehen, stoppen wir sie um jeden Preis. Psst. Was war das? Psst, psst. Scheiße, das Biest will mich wiederholen. Runter. In Deckung. Es kommt direkt auf uns zu. Sei still. Angela! Vorsicht, Kleiner. Ich bin nicht ganz fit. Ich dachte, du wärst fort. Wie zur Hölle hast du uns gefunden? Wir dachten... Naja, wir sind froh, dass du noch lebst. Aufhören. Ich werde noch ganz rot. Aber danke. Keiner legt sich mit dir an. Echt jetzt? Du bist hart im Nehmen. Also die Crew ist wieder vereint. Du hast alle zusammen. Gut gemacht. Naja. War Teamarbeit. Gerade ist dich wegzubringen unsere Priorität. Los geht's. Wir haben noch mehr dieser Dinger gesehen, seit du weg warst. Das Biest, das mich gejagt hat, war der Horror. Und davon gibt's noch mehr? Was sind das für Dinger? Kommst du ohne deine Brille klar? Und ob ich das tue? Hier gibt's so viel, was ich nicht sehen will. Die Brille ist weg, aber dein Humor ist noch da. Gut. Hört ihr das? Hab ich. Nicht weit weg. Nicht stehen bleiben. Ich helfe dir runter. Professor? Angela, hallo? Du bist so dämlich, Junge. Du bist vorgelaufen und jetzt sind sie weg. Daniel? Taylor? Hallo, das war A. Siehst du? Hey! Wo seid ihr, verdammt? Mann, das ist nicht los!
Taylor, ich muss mir helfen. Scheiße, ich hätte ihr helfen sollen, aber ich war gerade irgendwie total... Er hätte es bestimmt selber geschafft. Ich muss ihr helfen. Halt durch, Daniel. Hier drüben. Keine Ahnung, wie wir es da heil rausgeschafft haben. Freu dich nicht zu früh. Wir sitzen immer noch in diesem Drecksloch fest. Und diese Monster lauern noch auf uns. Wir müssen weiter. Wir müssen weg, jetzt gleich. Besser das eigene Selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen. Himmel oder Hölle. Vielleicht wird Ihnen ja langsam etwas klar. Dass die Dinge und die Menschen nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. 3 Hinrichtungen, 3 gequälte Wesen. Und bisher sind alle Studenten der Verdammnis entgangen, dem ewigen Leiden. Schon eine Idee, was noch auf sie wartet, versteckt im Nebel? Echt gemein ist, was da kommt.